Die St. Gallische Psychiatriedienst Süd sind zuständig für Betreuung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen. Wir dürfen an 5 Standorten rund 500 Mitarbeiter beschäftigen. Wir im Pfäfer sind oder fokussieren uns für den stationären Bereich. Wir haben auch einen kleinen teilstationären Bereich. Ich würde unseren Betrieb als innovativ und dynamisch beschreiben. Wir versuchen immer am Puls vor Zeit oder vor Gesellschaft die nötigen Angebote für den Patienten dann auch ihm zur Verfügung zu stellen. Der Bereich Berufsbildung, dürfen wir sagen, haben wir in letzter Zeit professionalisiert. Wir haben einen eigenständigen Bereich, der wirklich nur für unsere Lernenden zuständig ist. Wir dürfen nebst der Pflege die grössten Gruppen ausmachen. Also wir haben rund 75 Auszubildende. 36 davon sind in der Grundbildung, 24 in der höheren Fachschule. Dann haben wir natürlich den akademischen Teil noch dazu. Wir bilden in der Grundbildung in 8 Bereichen aus, also in 8 Berufsfelder, von EBA-Ausbildungen bis EFZ-Ausbildungen und wie schon vorher gesagt, auch in der höheren Fachschule. Wir haben pro Berufsbild einen Berufsbildungsverantwortlichen, der für den Aufbau und Struktur der betrieblichen Bildung zuständig ist. Und dann natürlich Berufsbildner vor Ort, auf der Abteilung, die direkt beim Lernenden ihn fördern und ihn auch betreuen. Wir versuchen, jeden Lernenden individuell zu fördern, nach seinen Fähigkeiten und Stärken auch. Wir haben letztes Jahr dürfen Lernende bis zu den World Skills, die Berufsweltmeisterschaften, begleiten. Und das haben wir jemanden begleiten bis zu den Swiss Skills. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir versuchen auch als Wegbegleiter näher beim Lernenden zu sein, auch wenn es vielleicht um Themen geht, die nicht den Beruf anbelangt, also näher bei den Eltern, näher bei den Berufsschullehrern, dass wir an einem Strick können, den Lernenden wirklich auch fördern können. Also, du Kumquat schneiden und das Dessert für einen Sonntag garnieren. Ich tue es auch gerne. Also, ich komme jeden Tag gerne arbeiten, weil ja, es macht mir Freude. Ich kann etwas mit den Händen machen und es ist voll meins. Unten haben wir ein Biskuitboden, dann haben wir Früchtschläge drauf und dann Tiramisu Mousse und das ist Sonntagsdessert. Das Tatsche auch drauf. Das drauf. Und dann kommt da Kumquat. Dann ist der Mitte. Also man muss sicher Freude daran haben, das ist ganz wichtig, weil man arbeitet den ganzen Tag eigentlich mit Lebensmitteln, mit den Händen, man steht und ja, man braucht einfach so ein bisschen die Leidenschaft fürs Kochen und auch fürs Dekorieren. Schule ist, man muss einfach Grundbildung haben, also die Oberstufe gemacht haben, fertig, abgeschlossen und nachher kann man, also wenn man kochen lernt, muss man nachher in die Berufsschule, ich muss jetzt auf Chur und dort haben wir eigentlich, wir lernen davon, wie das Gemüse gewachsen ist, bis es zum fertigen Produkt, also bis auf den Teller und ja, das ist es eigentlich. Also wichtig ist, wir haben auch verschiedene Berufe, die wir bei uns anbieten. Wir haben gerade vorher Claudia gesehen, die Koch EFZ macht. Wir bieten auch Koch EBA, das ist eine zweijährige, verkürzte Lehre. Und bieten auch noch den Diätkoch an. Wir haben das Essen verteilt auf 12 Stationen mit einem Mittagstisch. Wir schicken alles in Gehenschalen. Wird dann nachher verteilt und hier oben bei den Patienten wird es dann selber geschöpft. Plus haben wir noch ein Klosterkaffee, wo wir das Essen schicken, wo Selbstbedienung ist. Und im Ganzen haben wir 300 Mittagessen, wo wir schicken und etwa 150 Abendessen. Bei uns im Betrieb sind meine Hauptaufgaben mehrheitlich Supportarbeit, das heißt, wir nehmen Telefon ab und behandeln Probleme mit Informatik. Das heißt, öfters, wenn das Passwort vergessen wird und so, helfen wir und sind direkt über Hotline erreichbar. Informatik an Wallnöfer. Mir gefällt es sehr, um hier oben zu arbeiten. Das betriebliche Klima ist sehr angenehm. Wir haben ein Netzteam. Wir verstehen uns alle gut.
Und wir unterstützen einander auch bei vielen Problemen. Viele sind überrascht, wenn ich sage, dass ich in der Psychiatrie arbeite. Aber jedoch, sobald ich ihnen über meinen Beruf, über meine Tätigkeiten erzähle, sind alle schon, verstehen alle viel besser, wie das heutzutage ist bei uns. Gut, ich habe es dir zurückgesetzt und du kannst dann, sobald du dich wieder anmeldest, dein eigenes Passwort eingeben und es selber ändern. In der Hotline haben wir am Tag durchschnittlich so um die 60 Anrufe mindestens. Kommt immer auf den Tag drauf an, wie viele Gerände Ferien sind und so weiter. Aber wir haben natürlich auch die Option, dass Leute sich per Mail melden können. Und dort haben wir am Tag auch so 10, 20 Leute, die sich per Mail melden. Ich habe mich schon sehr früh für Informatik interessiert und allgemein für Technik und habe es immer interessant gefunden, zum Gerät auseinanderzunehmen, zum Programm schreiben, kleine und so weiter. Und dann habe ich mich damit entschieden, Informatiker zu werden. Für die Berufsschule ist wichtig, dass man gute Mathekenntnisse hat und auch in Naturwissenschaft gutes logisches Denken hat und so weiter. Am wichtigsten ist natürlich ein starkes Interesse an Informatik, weil man 4 Jahre damit dann beschäftigt ist. Beim Beruf gefällt mir, dass man mit vielen Bereichen arbeitet und und man sieht auch, was man im Tag gemacht hat und das gefällt mir sehr. Also das Schwierigste ist das Chemikalien und so und Bodenbelag, das muss man alles kennen. Braucht man Zeit, Interesse, Fähigkeit und so weiter. Wir sind Teams und ich bin im 2. Lehrjahr. Mein Team sind auch für mich da und sie unterstützen mich, vor allem die fachverantwortlichen Personen. Es gefällt mir sehr gut, weil da hat man jeden Tag etwas Neues gehalten. Man trifft auch viele Menschen und lernt man auch viel. Ja, ich finde das einfach super. Klinik Pfeffersiller. Als Logistiker EBA tun wir hier Ware transportieren, lagern, aber auch verteilen. Verschiedene Güter, wie zum Beispiel Produktions- oder Konsumgüter, aber auch Briefe und Pakete. Ich bin hier für die Lagerung zuständig. Die Tätigkeit kommissionieren, das mache ich sehr gern hier in der Psychiatrie. Und was ich auch noch sehr gern mache, ist Materialauslieferung. Auch die Entsorgung, das mache ich auch sehr gerne, also diverse Abfälle. Da ist es wichtig, dass man eine obligatorische Volksschule abgeschlossen hat, sicher einmal noch gute Deutschkenntnisse hat, sowie auch verschiedene Anforderungen, wie zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit und Organisationstalent, handwerkliches Geschick, deshalb auch Teamfähigkeit. Also ich arbeite auch selbstständig, also mache meine Arbeit auch meistens selbstständig, nicht immer. Es gibt auch Arbeiten, wo wir das zweite machen müssen oder das dritte, je nachdem. Schon von Anfang an habe ich gesucht, sicher einen handwerklichen Job. Und also ich habe da einfach früher recherchiert und bin dann auf den Beruf Logistiker zugestoßen. Ich habe mich hier erkundigt und schon von den Tätigkeiten, die ich mich erkundigt habe und gelesen, hat es mir schon sehr gefallen.